Ja, oder die Angela Merkel zum Minirock-Beauftragten. Nein, aber nein, ich sag, Deutschland braucht arabische Schnurrbartträger wie den Sarrazin, egal ob sie jetzt nun plündern oder nicht. Ja? Und wenn Sie das Buch mal gelesen haben, werden Sie zugeben müssen, wo der Sarrazin recht hat. Hat er recht. Und wo nicht, da nicht. Also. So, guck mal, das ist es. Einwandfrei. Was ist denn das? Du, ich wollte eine neue Kaffeemaschine. Ja, in Ordnung, aber auf dem Zettel steht elektrisches Klavier für Betriebsfeier. Was? Was für Betriebsfeier? Betriebsfeier halt. Welche weiß ich auch nicht, aber. Wir müssen jetzt. Der Kai ist halt nicht da. Wir brauchen Platz hier, dass Platz ist. Weil du weißt, ohne Feuer kein Fest und ohne Ding kein Ding. Nein, das kannst du schon machen, weil der Kai, der ist jetzt eh noch 2 Wochen im Urlaub. Und daher kein Problem. Das passt so. Passt. Einwandfrei. Danke. So, du, jetzt mal unter uns, darf ich dich mal was Persönliches fragen? Na ja, freilich, solange es nichts Privates ist. Nee, jetzt, nicht das, aber wie kommt denn das eigentlich? Du bist doch ein Bayer. Also du redest ja praktisch bayerisch, ne? Wenn man es mal jetzt von der Sprache her, ne? Wenn man bayerisch so sieht, als Sprache meine ich. Na ja, ich träume sogar bayerisch. Ja, aber eigentlich, du bist doch, jetzt sei mal nicht böse, aber du bist doch im Endeffekt ein Türke vom Ding her. Na ja, genetisch schon, aber privat eher Niederbayer. Ja, schon Niederbayer und Türke, aber also, dass jemand wie du Chef vom Ausländeramt ist. Also pass mal auf. Erstens heißt es Agentur für Integration für nicht integrationswillige Migranten. Ja? Und zweitens, warum soll ein Niederbayer nicht Chef sein? Ja, aber jetzt Niederbayer und Türke, wie geht denn das rein technisch? Ja, rein technisch haben wir beide eine gesunde Distanz zur deutschen Sprache. Also das verstehe ich jetzt nicht, weil ich habe ja von klein auf immer Probleme mit, also noch nie Probleme mit der Sprache, aber du als Kind. Wie war das bei dir daheim auf dem Land in Bayern, du als Türke? Was haben da eigentlich deine Eltern dazu gesagt? Die haben mich akzeptiert, wie ich bin. Ja, wie als Fremder oder was? Du fremd war eigentlich nur bei den Türken. Verstehst? Ich meine, die Türken, das ist ein seltsames Volk, gell? Reden kein Bayerisch, haben nicht einmal Weißbier. Ja. Bayern, das ist ja für die Türken ein böhmisches Dorf. Ich meine, 3 Monate war ich alt, da war ich das erste Mal in der Türkei. Und dann Jahr für Jahr eine Orientalfahrt, du. Im August, 60 Grad im Auto, 3000 Kilometer einfach. Von wegen einfach. Ja, dann kommst du an am Mittelmeer, gell, dann meinst du, die Tortur hast du jetzt überstanden. Dabei geht's erst richtig los. 4 Großeltern, 9 Tanten, 8 Onkels und sonstiges Zubehör. Da jeder nimmt dich auf den Schoß, jeder busselt dich ab. Da hast du schon bei der Begrüßung 17.000 Kalorien verbrennt. Ja. Ja, keine Cornflakes zum Frühstück, kein Schwein spricht bayerisch. Und mein Türkisch so gut wie ein Westwelle sein Englisch. Du, da wirst du automatisch zum bayerischen Fundamentalisten. Ja. Müller, sagt dir eins, die Türkei, das war damals mein privater Gazastreifen. Ja.